In diesem Kapitel dreht sich jetzt mal alles um unseren Hauptdarsteller, also dem Third-Person-Player. Da ich selber im Character-Modelling nicht sehr gut bin, benutze ich zwei verschiedene Plattformen, um einen Charakter zu erstellen. Ihr könnt natürlich auch den Epic Games Launcher nehmen, wo ihr auch kostenlos Modelle herunterladen könnt. Zum anderen gibt es von Adobe kostenlos das Mixamo.com, wo ihr sehr viele Charaktere zur Auswahl habt und gleichzeitig auch die Animationen dazu benutzen könnt. So, ihr könnt jetzt mal eingeben Mixamo.com. Ihr müsst euch, falls ihr bei Adobe noch keinen Account habt, euch registrieren, also Mixamo ist kostenlos. Dann können wir uns einen Charakter aussuchen. Ich gehe jetzt mal in die lustige Ecke, ihr könnt natürlich wieder machen, was ihr wollt, oder wenn ihr eigene Modelle verwenden möchtet, dann könnt ihr das genauso tun. Mixamo bietet auch einen Upload an, das heißt, ihr könnt auch von externen Programmen sozusagen diese Charaktere uploaden und dementsprechend auch animieren. Wichtig ist, dass wir beim Start die T-Position haben, das heißt, die Arme sind ausgestreckt, damit wir das Skeleton Mesh sozusagen übernehmen können und das Ganze auch in Unreal realisiert werden kann. Ich nehme jetzt mal einfach diese Maus. So, und dann haben wir die auch schon da. Die kann man jetzt auch schön drehen. Und die haben wir jetzt auch in der T-Position. Jetzt möchte ich nur noch kurz vorweg sagen, wer es ein bisschen komplexer haben möchte. Es gibt von Adobe auch dieses Fuse in der Beta-Version. Das wird von Adobe auch nicht mehr unterstützt. Es ist auch ein kostenloses Programm, wo man Charaktere erstellen kann. Ist sehr interessant gemacht. Einzige Problem ist, dass der Start von dem Programm per Doppelklick oder als Administrator ausführen nicht funktioniert. Also ein kleiner Tipp, einfach markieren, zweimal die Enter-Taste drücken und dementsprechend geht es auf. Bei mir jetzt momentan am anderen Bildschirm. Wenn es nicht funktioniert, wieder daneben klicken, wieder drauf markieren und dann per Doppel-Enter-Klick startet dann das Adobe Fuse endlich. Das ist einfach der Trick, wie man das Ganze aufbringt. So, und jetzt hat man hier zur Auswahl verschiedene Köpfe. Ich möchte euch das nur kurz mal zeigen. Man hat hier jetzt verschiedene Köpfe. Dann gibt es Torso, es gibt Legs, Arms, Head und so weiter. Wir haben hier im Customize, kann man unzählige Einstellungen vornehmen. Arms Down, Bizep und so weiter. Ich zeige euch jetzt mal hier nur kurz die View. Man kann hier in den Wireframe gehen. Man kann hier Modifizierungen vornehmen. Ich kann dem Ganzen jetzt mal spitze Ohren verpassen. Dann gehe ich wieder zurück in den Shaded-Modus, gebe der Dame noch einen Torso dazu. Dann können wir uns irgendwelche Beine aussuchen. Sollte natürlich auch farblich passen. Schaltet dann auch automatisch um auf Arms. Und dementsprechend könnt ihr euren Charakter dann sozusagen selber zusammenbasteln. Und was das Wichtigste ist, natürlich die Customize-Funktion, wo man eben die ganzen Arme und so weiter, ich kann euch das mal jetzt nochmal zeigen, hier praktisch der Bizep. Also wirklich jedes kleinste Detail ist hier komplett separat einstellbar, auch die Armlänge. Und das geht halt weiter mit der Face. Man kann die Lippen anheben, dass man auch die Zähne sieht. Da müsst ihr einfach mal rumspielen. Es gibt natürlich auch Klamotten, die müssen natürlich auch nicht alle nackt rumlaufen. So kann man die ein bisschen anziehen. Und dann gibt es Hosen dazu, Röcke. Dann gibt es Haare. Eventuell. Wenn man daneben klickt, kann man das Ganze drehen. Jetzt habe ich das Haar nicht bekommen. Genau, jetzt kriegen wir noch ein Haar dazu. Ja, und so geht es weiter mit allem, was es sonst noch gibt. Es gibt noch ein bisschen im anderen Stil, noch irgendwelche Masken und so weiter. Also da gibt es ganz lustige Spielsachen, wo man einfach schön Charaktere erstellen kann. Das wäre jetzt dieses Adobe Fuse, ist ebenfalls kostenlos. Nur das per Doppel-Enter beim Öffnen bitte berücksichtigen. So, jetzt gehe ich einfach mal zurück, das mache ich jetzt mal auf Discard und gehe zurück auf mein Mixamo und da ist jetzt auch mein Charakter und jetzt wichtigste ist, dass wir diesen in der T-Pose, bevor wir auf die Animationen klicken, bevor wir dem Ganzen eine Animation verpassen, immer erst die T-Pose Position downloaden. Dazu klicken wir jetzt auf den Button Download,
Da steht auch schon das Format FBX. Es gibt jetzt FBX für Unity, für Unreal gibt es hier nichts, also verwenden wir das FBX-Format. Die T-Pose bleibt so bestehen und dann einfach auf Download. Und das Ganze befindet sich dann in eurem Download-Ordner. Jetzt können wir praktisch das Ganze auch in Unreal sozusagen importieren. Das heißt, ich werde das jetzt hier in die Third-Person-Blueprint-Geschichte mit einbauen, mache hier einen neuen Ordner und nenne diesen Ordner Mouse Character und in diesen Ordner werde ich jetzt diese downgeloadete T-Pose importieren. So, jetzt kommt wieder das Importfenster von Unreal. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass wir das Skeleton Mesh mitnehmen, aber das ist sowieso schon immer vordefiniert. Import Mesh. Also eigentlich so, wie es angeboten wird, so lassen wir das Ganze auch stehen. Was wir jetzt nicht dabei haben, ist momentan das Material, möchte ich eigentlich auch haben. Und die Texturen. Und dann gehe ich auf den Knopf Import. Und dann warten wir ein bisschen und dann sollte das alles eigentlich auch schon in Unreal verfügbar sein. So, das sieht man auch, da kommt ein kleine Fehlermeldungen, aber das ist relativ uninteressant. Wir haben jetzt hier unser Skeleton Mesh, das sind jetzt hier die Diffuse, die Glossiness, die Normal und die Specula. Dann ist hier schon das ganze Material fertig, das heißt, wir müssen das gar nicht mehr selber erstellen. Und hier gibt es dazu praktisch die T-Pose, die Physical Assets und das Skeleton Mesh. So, jetzt können wir praktisch in den Mauscharakter-Ordner brauchen wir noch ein paar Animationen, weil unser Charakter soll ja auch laufen und gehen und springen oder schwimmen oder zuschlagen, je nachdem, was ihr da alles wollt. Es gibt ja auf Mixamo wahnsinnig viele Animationen, das werdet ihr gleich sehen. Das heißt, ich mache jetzt hier mal einen New Folder, den nenne ich Animations. Damit das einigermaßen getrennt ist. Und jetzt gehen wir wieder rüber auf Mixamo und klicken hier oben auf Animations. So, und jetzt sieht man hier auch schon, dass es hier ganz schön rund geht. Das heißt, wir haben hier eine wahnsinnige Auswahl, was das alles kann. Das Einfachste ist, wir fangen jetzt mal an mit Idle. Das heißt, wenn sich der Charakter praktisch im Stillstand, also nicht bewegt, dass er sozusagen einen Idle-Modus bekommt. Das heißt, wir gehen hier bei Search auf Idle. Und bekommen hier diverse Idle. Blau sollte eigentlich immer männlich signalisieren und rot weiblich. Und da ich ja so eine Maus habe, versuche ich das mal mit so Drehungen vielleicht, dass die ein bisschen so nach hinten guckt. Ich denke, das sieht schon mal ganz süß aus. Das nehme ich jetzt mit. Dann gehe ich hier auf Download. Und in dem Fall brauche ich da keine Skin mehr, weil wir haben das vorher bei dem T-Bone mit drüber genommen, da haben wir die ganzen Materialien und Texturen sowieso schon dabei, das heißt hier without Skin, sonst müssen wir nichts umstellen, dann einfach auf Download und dann ist das Ganze auch schon verfügbar, dann können wir das in unseren Ordner, den wir vorher angelegt haben, in Animations, einfach mal wieder per Drag and Drop hinüberziehen, diese Animation nennt sich Idle und die packen wir jetzt hier rein. Und jetzt müssen wir hier nur darauf achten, dass hier bei Skeleton None steht. Genau, und das ist natürlich jetzt nicht richtig, sondern wir müssen uns jetzt das holen, was da vorher mitgeliefert worden ist, was wir zuerst importiert haben. Das war dieses hier bei mir, das ist das von der Maus. Und zum anderen brauchen wir sonst nichts. Das heißt, wir gehen auf Import und da sieht man auch schon, dass er das Ganze dann übernimmt. Per Doppelklick können wir uns die Animation auch gleich aufmachen und anschauen. Und schon haben wir unsere Idle-Animation in Unreal integriert. Gut, jetzt machen wir einfach noch weiter und nehmen noch eine Walking- und Running-Geschichte mit dazu fürs Erste. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal auf Walking. So, jetzt müssen wir uns was aussuchen, was einigermaßen mausgerecht ist. Das kann ich jetzt so auch noch nicht sagen. Das ist ja mehr so ein Zombie-Walk. Jetzt läuft sie so nach vorne. Sieht eigentlich ganz süß aus. Jetzt können wir hier den Knopf in Place drücken.
Das ist auch wichtig, dass die uns im Unreal auf der Stelle läuft, weil wir bewegen das 3D-Objekt natürlich über Blueprint und über die normale Steuerung. Das heißt also ganz wichtig in place, dass uns nicht davonläuft. Ich denke, das sieht nett aus, das nehme ich jetzt auch gleich mit. Dann gehe ich wieder auf Download. Without Skin ist die zu beachten, FBX und der Rest bleibt so, wie es ist. Also wirklich sehr einfach in der Bedienung. Man muss wirklich nicht viel dazulernen, um das zu machen. Und dann eben wiederum einfach das Walking per Drag and Drop in Unreal hineinziehen und eben wiederum das Skeleton zuordnen und den Import-Knopf drücken. So, dann haben wir die Walking-Geschichte und jetzt machen wir noch ein Running. Und mit den drei Dingen werden wir jetzt erstmal arbeiten. So, jetzt haben wir hier ein Running. Jetzt suche ich mir irgendwas aus, was einigermaßen, boah, schwer zu sagen, da läuft sie ganz schön schnell. Da machen wir mal in place noch dazu. Schauen wir mal, was es sonst noch gibt. So ein bisschen lustiger wirkt. Ja, das sieht recht vertrottelt aus. Dann nehme ich das da. Gut, dann gehe ich wieder auf Download. Die Einstellungen bleiben wie immer gleich. Und dann das Ganze wieder per Drag und Drop in den Animation-Ordner. So, jetzt habe ich es irgendwie falsch gezogen. Jetzt war ich zu hektisch. Genau. So. Dann wie vorher schon gesagt, wieder das Skeleton-Mesh zuordnen. Und dann per Import haben wir die Geschichte auch schon integriert. So, jetzt geht es darum, dass wir den Charakter dann noch zuordnen. Bei aktuell haben wir natürlich jetzt immer noch unseren Default-Charakter, den uns Unreal zur Verfügung stellt. So, jetzt können wir auch schon gleich unseren Charakter mit dem Default Character verknüpfen. Das heißt, wir gehen hier im Third Person BP in den Blueprints, das vorher ja schon vorhanden war, öffnen den Third Person Character und dementsprechend hier links gehen wir auf Moment auf Mesh. Und hier können wir natürlich einstellen, das Skeletten-Mesh, das wir vorher importiert haben, als erstes in der T-Bone-Form, sodass wir hier umschalten auf meine Maus oder die Figur, die ihr euch ausgesucht habt. So, jetzt werden wir das Ganze kompilieren und abspeichern. Jetzt hänge ich das mal da oben rein. Dann können wir das auch gleich schon testen. Dann werden wir sehen, dass wir hier schon die Maus haben, aber natürlich noch nicht animiert. Das heißt, sie läuft, sie springt und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Animationen verknüpfen, sodass das Ganze dann wieder realistisch aussieht. Um unseren Charakter animieren zu können, verwenden wir eine sogenannte Animation Blueprint. Dazu wechseln wir wieder auf unser Third Person BP. Ich gehe hier in mein Mouse-Character-Verzeichnis und dementsprechend rechte Maustaste in den freien Bereich. Hier gibt es Animation und an dritter Stelle Animation Blueprint. Und diesen Animation Blueprint, da müssen wir ein Skeleton zuweisen. In dem Fall bei mir ist es die Maus, bei euch ist es von der Figur, die wir halt als T-Bone integriert haben. So, und dann selektiere ich das an und per OK erstellt sich auch schon mein Animation Blueprint. Jetzt werde ich dem bloß noch einen anderen Namen geben. Ich nenne ihn jetzt mal Maus Anim Blueprint meinetwegen oder Unterstrich BP. Per Doppelklick können wir den auch öffnen. Und jetzt sehen wir auch hier, hier ist immer die Final Animation Pose. Also man kann sich schon denken, hier wird also entschieden, was passiert, was für eine Animation muss eingespielt werden. Soll er gehen, soll er laufen, soll er springen. Ist natürlich auch abhängig von der Geschwindigkeit zum Beispiel. Wenn er schneller ist, muss er laufen. Wenn er langsamer ist, muss er gehen. Oder ein fließender Übergang zwischen gehen und laufen. Und das Ganze erledigt eine sogenannte State Machine, also eine Zustandsmaschinerie. Und die bekommen wir über rechte Maustaste. Dann geben wir hier ein State. Moment, State Machine. Add New State Machine. Das wählen wir jetzt aus. Dann haben wir hier eine neue State Machine. Und die verknüpfen wir hier mit dem Result. Und das wäre es auch schon für die erste Seite. Und jetzt müssen wir die State Machine natürlich verfeinern und definieren. Das heißt, wir klicken hier drauf, P,
per Doppelklick. Dann bekommen wir hier einen Eingangsknoten, also einen Entry. Und dann ziehen wir den einfach raus. Dann adden wir einen neuen State. Den nenne ich in dem Fall mal Idle. Also das heißt praktisch die Bewegung im Stillstand, dass er so nach hinten guckt bei mir. Also bei mir guckt er halt sich ein bisschen um die Schulter. Und dann von dem Idle gehen wir raus in einen anderen State und den nennen wir jetzt einfach mal Walk und Run. Da handeln wir gleich beide auf einmal ab. Und jetzt müssten wir noch von dem Walk Run auch wieder zurückgehen. Das bedeutet, das werden wir dann nachher noch definieren. Das heißt, wenn wir hier praktisch Stillstand haben, kommt der Idle ab einer gewissen Geschwindigkeit, geht er in den Walk und in den Run über. Und wenn er natürlich wieder langsamer wird, muss er auch wieder zurück in den Idle. Aber das werden wir dann nachher gleich sehen. So, jetzt öffnen wir den Walk und Run. Das heißt, nein, wir gehen nochmal zurück. Wir machen zuerst den Idle, der ist ein bisschen einfacher. Das heißt, beim Idle, da können wir hier drüben rechts ganz einfach im Asset-Browser die Idle-Animation, die ziehen wir per Drag-and-Drop rein. Und das bedeutet hier mit der Verknüpfung, dass er dann hier im Stillstand idelt. Das Ganze können wir jetzt mal kompilieren, speichern und dementsprechend auch schon ausprobieren. Dann sollte er jetzt eigentlich, nee, macht er noch nicht. Okay, das ist eigentlich auch klar, weil wir genau, wir müssen nochmal dann auf den Third-Person-Character, weil wir jetzt eine Maus an dem Blueprint haben. Die können wir jetzt auch gleich schon zuordnen, das machen wir jetzt sofort. Das heißt, wir gehen hier wieder auf den Third-Person-Character, der war ja im Verzeichnis Third-Person-BP-Blueprints, das ist der Originalcharakter, wo wir ein anderes Skeleton zugeordnet haben. Und den habe ich natürlich hier oben auch schon auf. Und dann geht es hier links über Mesh. Müsste es eigentlich genau Animation Mode. Der bleibt auf Use Animation. Und da steht hier die Anim Class. Und die haben wir jetzt ja gerade schon ganz leicht erstellt mit diesem Idle. Und da brauche ich dann diese Anim, die Maus Anim Blueprint, so habe ich es bezeichnet. Die wähle ich jetzt aus. Dann kompiliere ich, dann speichere ich. Und jetzt glaube ich, kann ich mir das auch wirklich schon anschauen. Und man sieht auch schon jetzt Idle da. Natürlich würde er jetzt immer idlen. So, man sieht jetzt schon, dass das Ganze auch funktioniert. Jetzt gehen wir wieder zurück auf unser Maus an den Blueprint, verlassen die Idle-Situation, gehen wieder in die New State Machine und dann der Walk and Run. Das wäre natürlich jetzt einfach, wenn wir das mit dem Walking und Running Animation verknüpfen, aber das können wir so nicht, weil da müssen wir jetzt zuerst einmal eine Blueprint-Programmierung vornehmen im Event Graph. Dementsprechend, dass wir halt auch auf Tempo bezogen stehen, walken und running machen. Aber bevor wir uns jetzt der eigentlichen Blueprint-Programmierung widmen, werden wir zuerst einen Blend Space erstellen. Das heißt, der Blend Space regelt die Übergänge zwischen Idle, Walk und Run. Und das machen wir so, indem wir wieder auf Chapter gehen. Dann gehen wir in unser Verzeichnis. Bei mir ist es das Mouse Character. Und dann rechte Maustaste. Wir finden den Blend Space wieder unter Animation. Und hier gibt es den sogenannten Blend Space. Und der Blend Space muss natürlich wieder mit dem Skeleton verknüpft werden, in dem Fall bei mir mit der Maus. Und ich nenne das Ganze jetzt einfach mal Maus-BS für Blend Space. Und per Doppelklick können wir das auch öffnen. Und jetzt sieht man hier auch schon die Maus in der T-Position. Und zuallererst, was auffällt, ist hier dieser grüne Punkt. Wenn wir jetzt die Shift-Taste gedrückt halten, also keine Maustaste drücken, verfolgt uns dieser grüne Punkt und wir sehen jetzt momentan, dass hier noch nichts passiert. Das ist auch logisch, weil wir haben noch keine Animation integriert. Als allererstes müssen wir mal die Achsen einstellen. Es geht hier von 0 bis 100 aktuell und da von 0 auch bis 100. Das können wir in dieser Form nicht brauchen. Wir haben hier praktisch die geradeaus nach vorne gecentert. Das heißt, wir geben diesen Achsen mal erst einen Namen und auch eine neue Definition der Werte. Hier oben gibt es die Axis Settings, die Horizontal Axis. Den Namen nenne ich hier einfach mal im Horizontal Direction.
Das heißt, das ist die Richtung und die Minimum Axis Value ist minus 180. Also wir arbeiten ja mit 360 Grad. Er kann sich ja komplett rumdrehen und die Maximum Axis ist 180. So, dann sieht man auch, dass das da unten auch schon sofort integriert oder drin steht. Direction minus 180 und 180. Und das gleiche machen wir jetzt auch noch bei der Vertical Axis und die nennen wir jetzt Speed. Hier geht es jetzt um die Geschwindigkeit, was unser Charakter hat, Speed. Und die Speed geht von 0 bis 600. 600 aus dem Grund, weil das ist der Maximalwert, der in Unreal zur Verfügung gestellt wird. Und deswegen bei Vollgas machen wir dann 600. So, um die Animationen jetzt reinzubringen, der grüne Punkt kann sein, wo er will, das macht jetzt nichts. Wenn wir eine Geschwindigkeit von 0 haben, werden wir überall idlen. Das heißt, wir ziehen hier per Drag and Drop an jeden dieser Schnittpunkte die Idle-Animation. Man sieht auch gleich, dass er hier schon das Idlen anfängt, weil wir ja hier sozusagen mit dem grünen Punkt sind. Und er idelt natürlich jetzt überall, weil wir keine andere Animation integriert haben. So, jetzt machen wir das erstmal fertig. Das heißt, wir ziehen hier noch einen hin und dann noch einen Idle an. Jetzt muss meine Maus wieder funktionieren. Die spinnt gerade ein bisschen. So, dann gehen wir jetzt da rein. Dann haben wir hier die Idle-Geschichte. Und dann kommt das Walking. Das legen wir jetzt einfach mal auf 300. Und das Running auf 600. Und wenn wir jetzt die Shift-Taste gedrückt halten, dann sehen wir, dass wir hier in ein Walking übergehen. Und auch in ein Running. Und hier wieder in den Idle-Modus, dann fangen wir langsam zum Walken an und werden dann auch immer schneller und gehen fließend über von Idle in Walking zu Running. Gut, das Ganze können wir natürlich ausschmücken, indem wir das hier oben natürlich auch noch dazulegen. Das kommt jetzt darauf an, wie ihr das machen wollt. Es gibt auch so Animationen, wo er sich wirklich sauber nach rechts und nach links noch dreht, animiert. Aber das könnt ihr dann selber mal ausprobieren und auch selber integrieren. Ich lege jetzt bloß hier noch die Punkte fest. Das gleiche mache ich beim Walking. Und damit ist unser Blend Space auch schon fertig. Jetzt können wir das nochmal testen mit der Shift-Taste. Das heißt also keine Maustaste gedrückt halten. Und das bedeutet jetzt, dass wir hier überall vom Idle in Walk in Running übergehen. So, dann können wir das Ganze saven. Und vergesst auch nicht, ab und zu im Chapter mal ein Save Current zu machen. Ich bin jetzt schon bei Chapter 6. Ich weiß nicht, ihr solltet auch öfter Zwischenstände speichern. Das macht auf jeden Fall Sinn, auch wenn es ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Und dann gehen wir nochmal zurück in unser Maus-Anim Blueprint. Da waren wir. Ja, genau. Jetzt schauen wir uns nochmal den Maus Blend Space an. Der ist jetzt mal soweit in Ordnung. Der ist gespeichert. Dann wechseln wir wieder rüber in den Maus an im Blueprint und gehen jetzt in diese Walk Run Situation. Das heißt, die ist bei der New State Machine Entry Idle. Na, wer es von vorne sehen möchte, so geht's los. Doppelklick State Machine Entry Idle haben wir ja schon gemacht. Das ist ganz einfach gewesen. Da geht es ja nur um die Idle-Geschichte. Und jetzt haben wir hier den Walk und Run. Und beim Walk und Run müssen wir natürlich jetzt noch was beachten. Wir werden nämlich hier diesen Blend Space verknüpfen. Und den Blend Space, den wir gerade erstellt haben, verknüpfen wir hier mit dem Result. Und der ist abhängig jetzt von der Direction und der Speed. Und dementsprechend können wir hier Variablen anlegen. Das heißt, wir nehmen hier eine neue Variable mit Plus und die eine nennen wir jetzt Direction. Also die müssen jetzt genauso heißen wie das, wo wir vorher mit dieser Vertical und Horizontal Axis definiert haben. Und per Plus nochmal eine Variable. Jetzt sagen wir mal, der Typ ist, der gefällt mir jetzt glaube ich nicht. Jetzt muss ich nochmal schauen, was wir da für einen Typ haben. Das müsste kein Boolean sein, sondern ein Float. Das brauchen wir als Float. Und dann noch eine Variable, die nennt sich Speed. Also darauf achten, dass sie grün ist. Es muss ein Float sein.
damit das Ganze auch funktioniert. Und jetzt können wir hier die Direction einfach per Drag and Drop die Variable hineinziehen. Das heißt, wir machen hier get und nicht set. Das heißt, hier ist die Direction, die verknüpfen wir mit der Direction. Das heißt, wir machen den Blend Space abhängig von der Variable Direction, die ein Float ist. Und der Blend Space schaltet dann automatisch auf Idle, Walking und Running um. Und das gleiche ziehen wir hier die Variable Speed rein. Mit GetSpeed kriegen wir auch schon die Variable. Und das verknüpfen wir mit dem Speed Node. Dann wieder auf Compile und Save. Und jetzt wechseln wir in den Event Graph, weil hier momentan gibt es noch eine kleine Fehlermeldung. This node is not using any blueprint calls to update its data. Das ist klar, das müssen wir jetzt im Event Graph eben per Blueprint programmieren. Dazu klicken wir jetzt auf den Event Graph. Und wie man sieht, ist die Event Blueprint Update Animation Node schon vordefiniert. Die können wir auch gleich so stehen lassen. Und jetzt geht es auch schon los. Jetzt geht es darum, wann wird die Animation geupdatet, was benötigen wir da. Das heißt, wir referenzieren jetzt als allererstes mal zu unserem Third-Person-Character. Das heißt, wir ziehen das hier heraus, dann öffnet sich die Executable Actions und dann machen wir einen sogenannten Cast to Third-Person-Character. So, damit haben wir jetzt einen Pointer auf unseren Charakter. Das heißt, mit der Animation sprechen wir unseren Third-Person-Character, in meinem Fall die Maus, an. Und dazu benötigen wir noch ein sogenanntes Object. Und das Object kriegen wir über TryToGetPawnOwner. Das heißt, wir versuchen, das Objekt zu erreichen. Und dementsprechend ist das Ganze jetzt auch schon definiert hier. So, jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir natürlich noch schauen, was wir sonst machen müssen. Was wir brauchen, ist jetzt die Geschwindigkeit und die Direction, also sozusagen die Velocity. In diesem Fall gibt es bei uns Nodes und die Actor Rotation. Das heißt, wir stellen jetzt hier mal ein, schiebe ich das ein bisschen rüber, dass ich ein bisschen Platz habe. Jetzt machen wir hier erstmal die Actor Rotation. Das heißt, wir klicken hier mit der rechten Maustaste hinein, machen eine Get Actor Rotation. Die kriege ich jetzt so gar nicht. Get Actor Rotation, das lässt er mich jetzt gar nicht machen. Das bedeutet, wahrscheinlich muss ich hier rausgehen, dass ich das bekomme. Get Actor, das muss referenzieren. Get Actor Location, das heißt, okay, wir müssen hier raus. As Third Person Character ziehen wir einfach eine Linie raus. Dann können wir das sozusagen auch eintippen und auswählen. Und dementsprechend haben wir hier die Actor Rotation. Dann benötigen wir noch die Geschwindigkeit, das ist die Velocity. Jetzt schaue ich mal, ob ich das so bekomme oder ob ich das wieder rausziehen muss. Get Velocity. Das bekomme ich auch nicht so. Okay, dann werden wir das auch wieder rausziehen müssen. Das muss also referenzieren zu dem Third-Person-Character. Get Velocity, da ist es auch schon im Angebot. So, dann haben wir hier die Geschwindigkeit und die Actor Rotation. Haben wir uns jetzt rausgesucht. Und aus dem Ganzen werden wir jetzt die Direction, also die Richtung kalkulieren, in die er schaut. Also das kann natürlich später auch relevant sein. Wir bauen natürlich jetzt aktuell immer nur die Idle, Walk und Run Situation, aber das Ganze kann sich natürlich noch gewaltig erweitern. So, jetzt brauchen wir eine sogenannte Calculate Direction, das heißt rechte Maustaste, Calculate Direction, das müssten wir jetzt ausnahmsweise auch mal so bekommen, das ist auch richtig. Jetzt schiebe ich das nur ein bisschen auseinander, dass ich das ein bisschen enger beisammen habe. Und jetzt gehen wir einfach mal von der Velocity gehen wir hier in die Velocity und von der Actor Rotation in die Base Rotation. So, jetzt hätten wir die Direction mit drin, die auch gleichzeitig die Velocity, die Geschwindigkeit beinhaltet. Und
Das Ganze müssen wir jetzt dann praktisch nur noch übersetzen und ausgeben. Das heißt, wir können hier einen sogenannten Direction setzen. Das heißt, wir nehmen die Variable, schieben sie hier rein, dann haben wir hier Set Direction, um die Richtung zu setzen. Da gehen wir jetzt, also zu erklären ist natürlich ganz klar, dass die weiße Verbindungsstrang ist das, was abgearbeitet wird, und das sind immer die Objekte, zu denen referenziert wird. Die werden dann immer so miteinander verknüpft. Das heißt, dieses Set können wir jetzt nicht mit einer Return Value direkt einfach ansprechen, sondern wir müssen natürlich das Ganze einhalten. Wir gehen von hier nach hier in den Cast und dann gehen wir von dem Cast raus und setzen das in den Set. Jetzt habe ich mir ein bisschen daneben geklickt. Jetzt gehen wir hier in diesen Set rein. Das heißt praktisch, er handelt das ab, dann das, und diese Sachen holt er sich natürlich dann rein und dann geht er rüber zu dem. Und damit wir damit wir dann überhaupt die Direction haben, müssen wir hier natürlich aus der Calculate Direction wieder referenzieren. So, jetzt wären wir hier so weit und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Geschwindigkeit, und die Speed setzen wir auch wieder mit der Variable einfach rein, Set Speed. Und dementsprechend können wir jetzt auch, nachdem wir die Direction gesetzt haben, die sogenannte Speed setzen. Das heißt, wir verknüpfen das auch wieder danach nach der Set, egal wie rum ihr das macht. Das ist einfach so. Ihr könnt natürlich auch erst die Speed setzen und dann die Direction. Und jetzt haben wir noch das Problem, dass wir hier natürlich noch keine Geschwindigkeit haben in der Referenzierung. Und das benötigen wir jetzt aus der GetVelocity. Und da brauchen wir eine sogenannte VectorLength Squared. Und das holen wir uns ebenfalls aus der Return Value von der Velocity. Das ist die Vektorlänge squared. Also das gibt es wieder mal so nicht. Nein, man muss auch richtig schreiben. Vektorlänge squared. Das ist einfach so. Das müsst ihr euch einfach so einprägen. Und die Return Value kommt einfach in die Speed. So, und damit ist das alles gesetzt. Also nochmal als Erklärung, das ist immer der Update Animation, das heißt, wenn irgendwas als Event passiert, dann dementsprechend casten wir zu unserem Charakter, in dem Fall zu meiner Maus. Die Maus hat als Objekt den Pawn Owner, das ist auch meine Maus. Dann gehen wir hier von dem Cast vom Third Person Character auf das Set Direction und Set Speed, und die Speed holen wir uns aus der Get Velocity von diesem Third-Person-Character, und von der Velocity über die Vektorlänge squared bekommen wir die Originalgeschwindigkeit in einem Float, den wir ja vorher definiert haben. Und hier unten geht es genauso weiter, dass wir als dieser Third-Person-Character die Actor-Rotation, also wie er sich dreht und so weiter, herausholen, und aus dem Ganzen die geht es hier rein in die Base-Rotation, das heißt, wir kalkulieren, in welche Richtung das er schaut, das kann für später mal relevant sein, und die Direction wird dann auch mit übergeben und gesetzt. Damit haben wir unsere zwei Variablen sozusagen definiert. Jetzt klicken wir auf Compile und Save, und dementsprechend können wir jetzt wieder wechseln in unser Mausblend, nicht Mausblendspace, sondern in unser Walk-Run-Geschichte. Also wer sich jetzt noch erinnern kann, wir hatten hier diese New State Machine definiert, die praktisch die Final Animation Pose ausspuckt, je nachdem, was da gefordert ist. Per Doppelklick kommen wir hier oben rein. Den Idle hatten wir schon vordefiniert mit der Idle-Animation. Und diese Pfeile, die wir da gelegt haben, zur Erklärung, das sind sogenannte Regeln, also das bezeichnet man als Rule. Und wir müssen hier eine gewisse Rule anlegen, wann dann diese Walk-Run-Geschichte eintritt und wann sie eben dann wieder auf das Idle zurückspringt. Beim Entry brauchen wir keine Rule, der Entry schickt uns automatisch weiter zum allerersten Punkt. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier mal auf diese Rule, das ist eine sogenannte Transition Rule, und die klicken wir jetzt einfach mal doppelt, dann kommen wir hier in ein anderes Fenster. Und dementsprechend müssen wir die Rule definieren. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal rein über die Geschwindigkeit, weil es geht ja darum, wenn er nicht mehr steht, soll er erst in den Gang und dann in den Lauf übergehen. Das heißt, wir nehmen hier GetSpeed, und an dieser Stelle brauchen wir die Speed ist als Variable als Float definiert. Das heißt, wir brauchen ein Float, und zwar ein Float größer als Float. Und wir gehen hier rein mit der Speed. Die Speed ist die Speed, die gerade ist. Das ist das, wo wir im Event Graph vorher eben über Blueprint
angelegt haben. Und jetzt sagen wir einfach, wenn die Geschwindigkeit zum Beispiel größer ist als 10, dann soll er in den Result übergehen. So, jetzt wenn wir auf Compile drücken, dann fällt auch die Warning raus. Will never be taken, please connect something to. Okay, jetzt müssen wir natürlich auch wieder das Gegenteil noch anlegen. Das heißt, wir gehen auf die New State Machine, dann auch auf das Zurück. Das ist das Result. Dann haben wir dementsprechend auch wieder die Speed und Get Speed. Jetzt müssen wir ja machen beim Rückwärtsgang sozusagen auf den Stillstand. Das heißt, wir haben vorher größer 10. Das heißt, wir machen jetzt in dem Fall kleiner gleich 10. Das heißt, wir nehmen wieder einen Float-Vergleich, einen Compare und in dem Fall hier das kleiner gleich. Die Speed verknüpfen wir wieder mit dem ersten Punkt und hier unten, wenn es kleiner oder gleich 10 ist, dann soll es dementsprechend wieder in den Idle-Modus gehen. Das Ganze kompilieren wir, dann speichern wir das Ganze ab und jetzt können wir das hoffentlich auch testen, indem wir hier auf unser Chapter gehen und starten. Und dann müsste er jetzt auch laufen. Man sieht jetzt auch zugleich, er läuft schon. Beim Sprung haben wir natürlich noch nichts definiert. Da brauchen wir einen Absprung, einen in der Luft und eine Landeanimation. Das können wir jetzt dann gleich anschließend noch machen. Und jetzt sieht man auch, dass er sehr schnell ins Laufen übergeht. Es ist noch ein bisschen ruckelig. Da gibt es aber einen ganz einfachen Trick dafür. Da müssen wir in den Blendspace gehen. Es gibt hier eine sogenannte Interpolation Time und die kann man jetzt setzen auf 1 oder 2. Ich setze die jetzt einfach mal auf 2. Man kann es auch ein bisschen experimentell mal rumspielen. Das heißt, wie viel Zeit er sich lässt, um von der einen Animation auf die andere zu gehen, also vom Idle in die Walking in die Running, sodass wir ein bisschen was Flüssigeres haben. Und das können wir uns jetzt hier nochmal anschauen. Genau. So, jetzt denke ich, haben wir das schon mal ganz süß gelöst. Jetzt versuchen wir, dass wir das Ganze noch mit der Shift-Taste kombinieren, dass er halt dann einfach nur walkt und dementsprechend auch dann zum Sprung ansetzt. Und das werden wir dann im nächsten Kapitel realisieren. Und jetzt probiert es erst einmal so weit, wie wir es jetzt haben. Und dann geht es auch schon bald weiter mit Springen und zum Beispiel über Shift-Taste, dass wir dann eben definieren zu laufen oder zu gehen, das könnt ihr euch dann selber aussuchen. So, ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht und tschüss, bis zum nächsten Mal.